Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. So, okay. Echt jetzt? Ich muss nochmal aus dem Spiel klicken. Hat sich irgendwas geöffnet? Was ist das? Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. So, Edna erschlagen, großes Tier. Ug. Uga uga. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna. Sagt es lauter. Edna. Edna, woo. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Was? Alles klar, einfach falsch rum aufhängen mit den Füßen so. Ich hab ne Mücke in meinem Zimmer ver... Ich hab sie gefangen, Leute. Alles klar. Eklig. Mücken sind eklig. Drecksviecher, ey. So. Wo war ich? Reden. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigen. Nein. Das Kind hat dich immer... Gut, Tür. Na, warte. Nein, ich kann... Ah, ich kann nicht mehr mit Hugor reden. Schade. Ich sollte erst Hugor beiseite schaffen. Hab ich doch. Komm schon, wir können später aufräumen. Hab ich doch. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Hä? Du bist ganz schön abgebrüht, Madam. Hä? Sag jetzt nicht, ich muss die Tür zumachen, ey. Komm schon. Mensch. Nutzen, Schrank. Ich will aber nochmal da oben. Moment. Ich will durch die Röhre gehen. Ganz ehrlich, hä? Was ist hier? Ach wow, nichts. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Weg. Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung. Tot. Und all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht. Nicht vorhanden. Ja, um Ednas Antrieb nach draußen zu kommen noch zu verstärken, es ist ein wunderschöner Herbsttag draußen. Die gesamte Farbstimmung und die Richtung der Wolken geben dem ganzen Spiel übrigens eine Richtung, die auch so ein bisschen durch das vulkanöse Thema des Titels, da bricht aus, unterstützt wird. Ednas Ausbruch verhält sich insgesamt wie ein Vulkanausbruch und so ist es halt sehr rot und heiß und orange auf dem Gipfel des Bergs, auf dem sich die Berganstalt, also die Anstalt von Dr. Marcel befindet, und je weiter sie dann nachher runterfließt, desto mehr kühlt diese Lava ab und bis sie dann irgendwann gegen Ende des Spiels so auch ihre Motivation halt quasi auszubrechen, so gut wie stagniert ist. Es findet sich im Farbschema wieder, wie gesagt, in der Richtung der Wolken. Alles zieht Edna sozusagen von diesem Berg runter in Richtung ihres Elternhauses. Zu. War ja klar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Mensch. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Hatten wir schon. Freiheit. Freiheit! Edna was here. Gitter. Das. Gitters. Gitterbettchen. Gitterfenster. Gittern. Selten. Ich gittere. Vergleiche R22. Okay. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Nein! Oh, wir waren so nah dran, Leute. So nah dran. Huh. Dann gehen wir jetzt raus. Okay. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Use the Luke Force. Nimm Dachluke? Was ja. Willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Ja. Ja, genau das. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Locker nicht. Es ist zu hoch.
Ich komme nicht an. Okay, guck ich gleich an, Leute. Es ist zu hoch. Es ist zu hoch. Okay, jetzt aber. Hier. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Ach so. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gut zu wissen. Gefühl. Randale. Randale. Oh. Eine besonders rankige Ranunkel. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser. Wasser. Oh. Hoppla. Absicht. Psst. Das macht jemand anderes weg. Das macht jemand anderes weg. Okay. Ich hoffe übrigens, dass das Spiel nicht übersteuert, weil ich das Gefühl habe, dass wenn Poki redet, dann ist das zu laut. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Okay. Hier habe ich bereits genug... Okay. Pflanzennamen im Lexikon nach Schlager. Der. Zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als, da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Ui. Okay. Da hilft auch kein Dünger mehr. Wir haben noch Säule, okay. Erstmal Harvey mit Pflanze. War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Und Harvey mit Säule. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Nein. Das mit der Pflanze tut mir leid. Wenn ich ein romanischer Pilaster mit breitem Intercolumnium wäre, würdest du dich das nicht trauen. Okay. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Ja, reicht doch. Mit in den Raum da rein. Was? Was? Okay. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Okay. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Ich kann auf jeden Fall die Tür damit versperren, wie es aussieht. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll... Du verschandelst... Weil sie ein beweglicher Sprite ist. Hm, ja. Aber wozu? Um das Wort Säule nachzuschlagen. Diese Säule verschandle ich nicht. Okay. Du verschandelst... Alles klar. Okay. Ein Tipp, redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Okay. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Oh, schade, ey. Das wäre geil gewesen. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Sucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt.
Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. No. Auf diesem Bild wäscht Captain unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Alter, wie viel Zeit die in dieses Spiel investiert haben müssen und wie viel Liebe hier drin steckt wahrscheinlich. Ach du Kacke, Alter. Die haben wirklich, wie gesagt, ja, ne? Ich habe ja schon erzählt, die haben wirklich mit jeder Kleinigkeit eine Interaktion. Und alles hat mit jeder Kleinigkeit eine Interaktion. Das ist halt das Ding. Also, es ist echt mega nice. Gut, sehen wir uns jetzt mal das da an. Das Fenster. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Ist dieser Ausblick nicht herrlich? Hol dir einen eigenen Ausblick. Das hier ist meiner. Okay. Ich muss es nicht kaputt machen. Es ist ja gar nicht abgeschlossen. Dann mach es doch auf! Lul! Das macht Sinn. Das macht Sinn. Nein, macht es nicht. Hier hat Poki nichts zu sagen, okay. Das macht Sinn? Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Item-Reaktion mit dieser Antenne gepackt. Ja. HW hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Alles? Okay. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Gut, dass wir in einer Irrenanstalt sind. Ich empfange auch so schon genug. Benutzen? Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Okay. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool! Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Alles klar. Antenne, die. Siehe auch Empfangsverstärker. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz einstellen. Mit einem Fußnagel. Na klar. Ja, so viel hat das jetzt aber nicht gebracht. Ah, hier sind wir bei dem Gitter. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Moment, dann können wir doch. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja. Aber dann haben wir hier schon mal... Ja. Irgendwas geöffnet. Alles klar. Der Fußnagel ist weg. Ich muss... So. Mein Fenster geht nicht. Okay.
Gut, Leute, dann würde ich aber sagen... Nein, noch nicht. Ich will eigentlich nur eine kurze Pause machen, weil ich auf Toilette muss, aber dann mache ich die 6 Minuten jetzt noch voll, oder 5. Die jetzt dann auf... Dann komme ich auf 1:20, dann passt das vom Cutten her, wegen 20-Minuten-Parts und so. Gut, ansehen. Karton. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Soundeffekt. Ja, fast so als ob. Potztausend, das ist Glas. Alles klar, ey. So richtig dumm. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ach, was du nicht sagst. Genug Schaden angerichtet. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Den tue ich da bestimmt nicht rein. Ja, warum nicht? Okay, schade. Ich dachte, ich kann auf den anderen Karton auch noch kritzeln. Karton, der. Umverpackung aus Presspappe. Okay. Jetzt habe ich ein Loch reingeschnitten. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Oder was habe ich jetzt gemacht? Ich habe doch noch ein Loch reingeschnitten, oder? Genug Schaden angerichtet. Okay. Die erinnert mich an Hulgur. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Die können sie ja nicht nehmen, ne? Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Schade. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Ja, das macht Sinn. So ruiniere ich mir nur die Vorhand. Darauf lässt sich nun wirklich nicht kritzeln. Doch, ach, mit dem richtigen Stift. Mit W. Es heißt also Bowling. Merkt euch das, Kinder. Sie ist nicht geschraubt. Sie ist aus einem Guss. Okay. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Alter! Krass. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Okay. Ich lese es später. Mitnehmen tun wir es gleich. Guck mal, Harvey, ein Comic. Yippie! Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Respekt? Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Ach so. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Respektlos? Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Comicheft. Das Comichefts, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Wieder was gelernt. In diesem Bild lackiert sich Nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Alter! Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. What? Verrat mir das Ende nicht. Hey, das ist kein... Du sollst... Hä? Okay, schade. Gut, alles klar. Dann die Kegel. Die sind unvollständig. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Egal. Wozu? Die sind unvollständig. Egal. Geht nicht, die sind unvollständig. Oh. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins.
Schlauberger. Ach, die liegen doch schon. Yeah, cooles neues Muster, finde ich. Ach, mit W. Merkt euch das. Das sagt sie auch bei Kegeln, echt? Oh. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Das ist eine davon. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Okay, alles klar. Gut, Leute, aber ich würde sagen, jetzt habe ich die 1,20 erreicht. Ziemlich perfekt eigentlich. Die restlichen Sachen hören wir uns dann ab der nächsten Aufnahmesession an. Die ich wahrscheinlich gleich hier nachmachen werde, nachdem ich auf Toilette war. Also von daher, für mich sind es nur ein paar Minuten, für euch sind es, ja, ein Tag. Es tut mir leid. Gut, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.